Willkommen, Freunde, zurück bei Skyrim. Wir sind hier eigentlich noch auf Bärenjagd, aber wir werden den. Ich habe reichlich gute Ware für euch: Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Wir werden dem Typen mal ein paar Pfeile verkaufen, die nämlich zu wenig Schaden machen, wie diese hier. Alle 7 Stück. Die machen genug Schaden, die auch. Die auch. Die auch. Die machen zwar auch nur 10, aber behalten wir trotzdem, ha? Okay, der Rest ist ja eigentlich ganz gut. Alles mehr als. Haben wir hier irgendwie welche, die 12 Schaden machen? Die Schaden, nee. 20. 16. Ja, verkaufen wir die unten auch noch. Auch alle weg. So. Okay. Der alte Nordpfeil weg. Haben wir hier gerade irgendwas doppelt? Jupp, dann können wir davon eins verkaufen. Noch was doppelt? Nein. Ach ne, du, das reicht erstmal, danke. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr mit Maven sprecht, dann sagt ihr, hier liefe alles bestens, ja? Aber sicher doch, kein Problem. Große Baum in Weißlauf. Na, los, bitte einmal. Laden. Danke. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Was steht er denn da so rum? Hallo? Ganz gleich, was noch passiert. Die Wachen werden euch für alles, was ihr getan habt, auf immer dankbar sein. Ganz ruhig, der ist doch schon tot. Hey, hey. So. Irgendwann müssen wir wieder auf Bären treffen. Ist halt nur die Frage, wann? Ach, hier ist auch noch eine Höhle, wo wir nicht drin waren. Hä? Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Ach, Verzeihung. Nehmen wir mal mit. Ich wollte gerade sagen, da ist doch jemand. Zack. Ich würde mal sagen, aus unserem Fell machst du gar nichts. Was steht denn in der Notiz drin? Thank you.
Rudulf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber er ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein- und Herausschleichen mehr. Keine Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägeln aus seinem Stuhl. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Halvar. Ah ja. Haben die vielleicht... Ja, hier haben wir noch eine Truhe. Klunk. Gold. So. Wo kommt das Ding denn her? Also wirklich. Na gut, dann gehen wir jetzt in die Höhle. Wer ist da? Rudulf, seid ihr das? Ja. Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Bist du blöd? Viel Glück da draußen. Ja, da steht ja echt viel drin. So, dann schauen wir mal. Hey. So. Ey, es ist so windig draußen, dass... Einen Moment. So. Okay, der andere? Könnten hier schlafen, theoretisch. Bam. Oh, es war aber ein tödlicher Biss. Tödlicher Biss war das. Okay. Haben wir noch ein Buch? Das ist eine kleine Schrift, oder? Naja. Wir haben so eine Truhe versteckt.
Dann schauen wir mal. Denkt ihr, das wird funktionieren? Natürlich nicht. Der Kunde kann ihn auswählen, aber ein halbhauer Wolf. Keine Chance. Was war das? Was war das? Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. So. Das nehmen wir mit. Dann das. Der hat einen Dietrich für uns. Auch ein bisschen Gold. Der Wolf hat bestimmt gar nichts. Eisenpfeile. Ja, noch den Vulkanpfeil nehmen wir mit. Wie weit drin ist da sonst noch was? Ein Stuhl. Dass sich der Wolf auch setzen konnte. Was? So, hier haben wir noch einen Banditen. Ist ja auch sehr nett. Wenn da ein Pfeil reinschießt, fällt das Ding dann runter. Nö. Na gut. Oh, hier sind wir schon draußen. Schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Ist da jemand? Ist das alles, was ihr könnt? Nein! So. Komm mal her. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Die hat ja auch so viele Sachen hier. Egal. Sie muss mal etwas nehmen und zwar... Das hier kriegt sie mal. Nein, das kriegt sie nicht. Wartet mal. Ihr geht vor, ich folge. Nehmen wir das mal und schauen mal hier rein, was haben wir denn hier? Jagdbogen der Glut, nehmen wir mal mit.
Rüstung nehmen wir nicht mit. Schauen wir mal, was in seinem Tagebuch drin steht. Wie hieß der? Da. In den letzten Wochen haben wir gute Beute gemacht. Wahrscheinlich wegen des Krieges. Jede Menge Händler und Feiglinge, die nach einem Unterschlupf suchen, wo sie sich zusammenkauern und vor den Kämpfen verstecken können. Ich habe den Männern gesagt, sie sollten diesen Armseelen ein wenig von ihrer Last nehmen, indem sie sie um alles Gold erleichtern, das sie bei sich tragen. Die Zahl der Wachen, die auf den Straßen patrouillieren, wurden stärker erhöht. Wir können kaum einen Fuß nach draußen setzen. Es müssen sich Reisende beim Jarl beschwert haben. Die Wache ist offenbar noch nicht bereit, gegen uns vorzugehen, aber der Druck macht den Männern zu schaffen. Ich lasse jetzt Rajir mit Ulf Wachen halten. Das bringt die Rufe nach Sicherheit hoffentlich zum Schweigen. Verdammt sei dieser Balgruf. Eine Meuterei unter meinen Männern. Ich kann es kaum fassen. Den Göttern sei Dank, dass Ulf rechtzeitig davon gehört hat. Er mag blind sein, aber taub ist er nicht. Ich habe Anjor eigenhändig getötet. Ein paar andere versuchten zu fliehen, aber die haben wir schnell erwischt. Nur Eiser und Rajir konnten entkommen. Um die ist es nicht schade. Deswegen hat er uns also nicht erkannt, verstehe. Es gibt Gerüchte über ein Drachenangriff auf Helgen. Ein Drache wohl kaum. Wahrscheinlich ist das irgendein Idiot, den die Angst vor dem Krieg um den Verstand gebracht hat, sich diese Geschichte ausgedacht hat. Auf jeden Fall wurden die Wachen anscheinend in die Stadt zurückgerufen, sodass wir wieder zu ein paar anständigen Raubzügen gekommen sind. Einer der Händler hatte eine seltsame Fracht. Ein Bündel Fell und Tiere, darunter ein Wolf. Ich habe die Männer die anderen Tiere braten lassen, aber den Wolf habe ich verschont. Es wäre praktisch, einen Wachhund wie ihn zu haben, wenn wir ihn nur ein wenig trainieren können. Tja, der ist leider dahin gegangen. Sein Wachhund. Ach, schaut mal von... Es ist ja schick hier. Na gut. Ich würde mal sagen, können wir auch zurückgehen. Hier ist ja ansonsten nichts mehr. Auf jeden Fall sehe ich hier nichts mehr. Schwupp. Mal schauen, ob der eine Typ noch was sagt, der vorhin am Eingang saß. Ups. So. Lalalalala. Was ist das? Nee. Ups. Hi. Viel Glück da draußen. Ja. Jene, die die tiefsten Winkel Himmeldrans erkunden, sollten sich vor den Chaurus in Acht nehmen. Einem riesigen Mann. Schwere Rüstung absorbieren mehr Schaden, wiegt aber auch mehr als leichte Rüstung. Ach. Wie der Name schon sagt, schwer. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Ich würde mal sagen, wir setzen uns einfach mal hier auf die Bank. Und
im nächsten Part, Freunde, geht's dann hier weiter. Ich sag erstmal bis dann und ciao.